sprachen von einem Rutsch nach links. In Pakistan wollen die beiden wichtigsten Oppositionsparteien eine gemeinsame Regierung bilden, drei Wochen nach der Parlamentswahl. Einzelheiten wollen die Volkspartei der ermordeten Politikerin Bhutto und die Muslimliga des ehemaligen Ministerpräsidenten Sharif in den kommenden Wochen festlegen. Präsident Musharraf sicherte einer solchen Regierung mit seiner Unterstützung zu. Musharraf hatte die Parlamentswahl im Februar verloren, sich aber vorher für weitere 5 Jahre vom alten Parlament im Amt bestätigen lassen. Thank you.